Hallo, jetzt kommen wir auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge NBA 2K22. In der letzten Folge hatte sich dann ja Ted McCoy bzw. in der vorletzten Folge verletzt, haben wir Chris Boucher geholt. Das mit dem Playbook habe ich immer noch nicht so richtig raus, muss man halt mal gucken. Wenn man hier nochmal reingeht, Playbook bearbeiten, eine Sache habe ich auf jeden Fall schon mal rausgefunden. Man kann hier nochmal umstellen, dann sieht man immer, welcher Spieler welchen Spielzug laufen kann. Ich muss aber echt genau gucken, warum da noch viele andere Dinge drin sind. Aber das gucke ich nachher mal. Also wir versuchen das mal, ob es dann geht, wenn ich mit Randy Ferguson bin und dann eventuell diesen Spielzug hier doch laufen kann. Ich merke mal den Namen Fist Spain 50. Wir gehen mal rein gegen die Bulls. Bei dem Spiel, wo es ein bisschen enger ist, gucke ich dann einfach mal. Gegen die Bulls sieht das Ganze erstmal okay aus. Sollte ich hier vielleicht auch ein bisschen deutlicher führen, würde ich sonst auch einfach mal reingehen. Aber es sieht ja sogar nach einem eng interessanten Game aus. Und ich würde einfach sagen, gehen wir gleich mal rein hier. Ne? 6 Punkte Vorsprung. Und gucken wir einfach mal, was wir gegen die Bulls entstanden sind zu leisten. Natürlich ist hier viel, viel wichtiger, als jetzt, ob dieser Spielzug läuft oder nicht, dass wir einfach gewinnen. Das ist nochmal wichtiger. So. Wir haben hier viele Dinger. Aber nicht das, was ich will, ne? Ne. Also es ist nicht das mit dabei, was ich eingestellt habe. Also das läuft nicht perfekt, aber Pick and Roll läuft trotzdem ganz gut. Oh, Pürtel. Das darf nicht sein Ernst sein, dass er den nicht reingemacht hat. Ah, und dann macht DeRozan den eben rein. Der Ex-Spur. Ne, auch im klassischen Sinne. Ne. Also die Plays sind irgendwie nicht richtig mit implementiert, warum auch immer. Richtig nachvollziehen kann ich es aktuell nicht. Hier wieder das Pick and Roll hat gut funktioniert, schön. Trotzdem weiß ich nicht, wieso, weshalb, warum das Playbook hier nicht angewandt wird. Ob das hier einfach noch ein bisschen buggy ist. Wenn da jemand eine Lösung hat, bitte gerne in die Kommentare. Aber aktuell ist es eben nicht mit implementiert. Ich versuche es gleich nochmal mit VanVleet. Fizz Spain, das habe ich mir ja gemerkt. Das konnte ja auch laufen. Das ist auf jeden Fall ärgerlich ein bisschen. Aber jetzt hier erstmal im Game mäßig. Sie nehmen den 3, VanVleet hat das sehr, sehr gut gestört gehabt. Den riskanten Pass auf ihn wollte ich jetzt nicht probieren. So, wir gehen nochmal auf VanVleet jetzt selber. Nee. Das ist ein ganz anderes Playbook, als was ich habe. Ich habe den ganzen anderen Kram eigentlich weggehauen. Und auch hier. Am besten nochmal Pick and Roll. Das funktioniert hier sehr, sehr gut. Schön. Okay, also im Pick and Roll lassen sich die Bulls ganz schön killen. Und solange das funktioniert, werde ich es natürlich auch immer und immer wieder einsetzen. Ist, denke ich, logisch. Ich finde es halt einfach nur schade, ne? Wenn ich jetzt mal kurz in die Spielzüge zuweisen. Ja, hier seht ihr es nämlich. Hier ist nämlich jetzt tatsächlich der Beweis dafür, dass das Playbook nicht übernommen wird. Ha! 76ers Playbook. Warum habe ich das 76ers Playbook? Trainereinstellung? Nee. Nee. Trainereinstellung ändern. Also, der hat das 76ers Playbook noch. Es hat sich nicht geändert. Aber warum hat sich das nicht geändert? Da muss ich das Ganze mal auf den Grund gehen, weil jetzt habe ich nämlich den Beweis dafür, dass die Playbooks nicht übernommen worden sind. Ich gucke nochmal in den Coaching-Einstellungen, ob da wirklich 76ers Playbook ist, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil sonst ist es wirklich einfach ein Bug, dass er das nicht übernimmt. Und das wäre ein bisschen nervig. Weil eigene Playbooks laufen zu können, ist natürlich cooler. Gerade wenn man sie etwas reduziert und man genau weiß, was wo geschieht. Weil momentan sind die Playbooks für mich einfach viel zu überladen. Man müsste halt wirklich wissen, was bedeutet welcher Begriff. Das ist ein bisschen sehr viel. Talen Horton Tucker hatte die Zeit. Ich habe, glaube ich, einen Ticken zu lange gewartet, leider. Patrick Williams haben sie. Also die Dings haben echt ein geiles Team, ne, die Bulls. Jetzt hier mit Brandon Clark, dann Sexton. Wow, stark von Sexton. Der wird ja auch immer ein bisschen kritisch gesehen. Ferguson soll auf jeden Fall viel kommen hier rein. Nehmen wir wieder das Pick and Roll. Das funktionierte bisher super. Ach Mist. So ein Dunk im Game-mäßig hinzukriegen ist auch schwierig. Und also nicht ein Dunk, sondern ein Alley-Oop-Dunk. Sexton kills uns hier aber. Jetzt hier mal Johnson.
Er kann durchaus auch mal hier mit einem Fade eventuell erfolgreich abschließen. Ja, Johnson 25 Punkte, 15 Rebounds, also auch bei ihm will ich gerne auf eine Verlängerung hinaus, denn der könnte ein sehr, sehr wichtiger Teil des Teams werden. Beziehungsweise was heißt werden, er ist ein wichtiger Teil des Teams, aber er könnte halt auch noch zukünftig eine große, große Rolle spielen. Ne? Ja, beide hat er reingemacht, sechsten. Ferguson. Taylor Horton Tucker stellte den Block. Johnson 1 gegen 1. Gibt den Ball nochmal ab. Schön. Also das Pick and Roll läuft und läuft und läuft. Also die Bulls haben da keine Antwort aktuell drauf gegen Jakob Poeltl. Immer wieder, wenn er abrollt. Was versuchen sie jetzt hier? Sexton will es doch nicht wirklich allein machen. Ja, der Kickout-Pass war super. Wow. Ich war gerade so verwirrt von diesem Fehlwurf von Clark, dass ich tatsächlich einfach gar nicht mehr reagiert habe, aber das war echt Fail. Jetzt hier wieder Poeltl. Ah, diesmal funktioniert es nicht. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Ah, schade. Ferguson übrigens auch mit 8 Assists, also ist gar nicht so übel. Ah, Sexton hat das stark gemacht. 37,4 Sekunden, das heißt, der nächste Angriff ist sehr, sehr wichtig. Wenn Fleet, wenn er sich da jetzt freiläuft, das wäre schön. Boah, wichtiges Ding von Fred Van Fleet. Ganz, ganz dicker Bucket. Ich würde noch nicht Dagger sagen, weil dafür haben sie jetzt eben auch noch die Chance, mit einem Dreier zu kontern, aber das war schon stark. Ferguson mit einem 9 Assist übrigens überragend. Ja, sie gehen hier nur auf den Second Pointer, also zwei Punkte nur. Das sehe ich als Fehler an, gehen doch auf den Dreier. Und Lonzo Ball kann das natürlich. Ja, wir haben noch einen. Und Sexton ist sogar ausgefoult. Oh, da hätte ich dann doch jemand anderen genommen zum Foulen. Also mit Van Fleet haben wir da schon jemanden, dem kann man da eigentlich vertrauen. Manche schreien schon MVP. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, auch wenn er hier wirklich ein geiles Spiel abgeliefert hat. Perfekt. Bulls auch ohne Timeout. Jetzt hier Lonzo Ball. Williams, ein ganz, 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 ganz wilden Dreier. Lonzo Ball, den trifft er auch nicht. Auch offensiver Rebound. Aber wir haben das Ding gewonnen. 109 zu 105 gegen die Bulls. Hier sehen wir Lonzo Ball, der mit Taylor Horton Tucker sich abklatscht. Die kennen sich auch noch aus Lakers Zeiten, oder? War Ball da schon weg? Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ne? Ich meine, die haben noch ein Jahr zusammengespielt. Kann aber auch sein, dass er da schon weg war. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass er bei den Lakers war. Auf jeden Fall haben wir das Ding hier gewonnen. Ja, die Zuschauer, ich würde es gerne überspringen. Geht aber gerade nicht. Dann beende ich es halt so. Ach, jetzt fail bitte nicht. Okay. Also wir haben 109 zu 100 Dings gespielt. Was ist das denn jetzt? Auf einmal habe ich eine Niederlage. Auf einmal habe ich 104 zu 118 ver... Was ist denn das für ein... Nee. Was ist denn das für ein Scheiß? Wir merken uns das. Gegen die Bulls werde ich einen Sieg erzwingen machen, weil ich habe eigentlich hier einen Sieg. Das merken wir uns, ja? Wir merken uns das. Weil ich werde mir hier keine Niederlage reindrücken lassen. Was ist das für ein Bullshit? Ich gewinne das Spiel und kriege einfach eine Niederlage reingedrückt. Stellt euch mal vor, am Ende wegen einer Niederlage komme ich nicht ins Play-In-Tournament. Also das wird sich definitiv gemerkt gegen die Bulls Sieg erzwingen. Da wird es auch keine andere, da diskutiere ich auch nicht. Das geht gar nicht. Ferguson übrigens mit 30 und 16. Wow. 7 Assists pro Spiel aktuell. Kellen Johnson wieder mit 30 Punkten, also auch der dreht richtig auf. Wir haben Fleet, Horton, Tucker und Co. Okay.
gefällt mir. Ich will ein bisschen jetzt hier vorankommen. Ted McCoy ist wieder back. Das ging aber schnell. Das war noch keine 6 Wochen. Also Ted McCoy ist back. Jetzt haben wir natürlich diesen Fall, wie es schon auch der Norby angemerkt hat, dass wir einige Big Men haben. Wo man jetzt natürlich echt gucken muss, okay, ob man die nicht vielleicht sogar den einen oder anderen dann tradet. McCoy kriegt natürlich seine 30 Minuten. Jetzt muss ich halt hier ein bisschen Minutenverteilung machen, weil wir haben jetzt so viele Big Mans, da kann ich nicht jemanden komplett ohne Spielzeit lassen. Alle 10 Minuten, ha, das ist ein bisschen bitter, weil Pötl ist schon gut, ne? Pötl erachte ich hier schon als den wichtigeren Mann, der dann Boucher und Wagner einfach die Minuten auch wegnehmen muss. Tut mir dann zwar leid für die beiden, aber anders geht's nicht. Und auch Wastel braucht mehr Minuten. Die beiden streiten sich dann mit 7 Minuten hier rum, aber das ist schon eine sehr gute Bench. Das sind ja auch Trade-Kandidaten eventuell. Einer der beiden, Mo Wagner oder Boucher. Da muss man halt gucken, was man da als Gegenwert kriegen könnte. Ich will in dieser Folge auf jeden Fall bis zum Spiel zu Chicago kommen, weil nicht, dass ich das sonst vergesse mit dem Sieg erzwingen. Johnson sehr schön. Einfach, dass wir so minimal vorankommen, also diese paar Wochen hier. Weil das nervt mich gerade. Nur weil das Spiel rumbuggt, will ich mir jetzt keine Niederlage fressen. Jetzt nochmal gegen OKC. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und so, kurzer Cut beendet. Nimmt noch auf. Muss dann auf jeden Fall die Treiber etc. aktualisieren. Dass da keine Probleme auftauchen. Ich hoffe, es ist auch alles synchron etc. Dass da jetzt nichts von der Sprache, von meiner Audioaufnahme irgendwie jetzt verzögert ist etc. Weil sonst ist es in der Bearbeitung immer mega nervig. So, wir haben jetzt echt ein paar Niederlagen einstecken müssen. Wir müssen echt gucken, dass wir Richtung Siege kommen. Ach genau, ich wollte noch eine Sache gucken, wie in den Playbooks, ne? Das mache ich gleich nochmal. Mhm. Das sieht schön nach einem Sieg aus. Morant mit 37 Punkten, was ganz schön stark ist. So, Coaching, Spielertaktik. Jetzt will ich wissen, was für ein verdammtes Playbook du läufst. Team 1 Playbook. Ich habe nicht das Philly Playbook. Warum zum F-Punkt wird das dann nicht angewandt? Wollt ihr mich verarschen, Mann? Playbook, ja. Warum zum Teufel wird dann das Dings angewandt, wenn ich im Game bin? Das ist doch scheiße. Das ist doch richtige Scheiße einfach schon wieder, ey. Mann, ey, wozu kann man das denn bearbeiten und machen und tun, wenn dann dieser... Trainereinstellungen. Playbook werde ich ja wohl selber... Nervig. Sehr, sehr nervig. Sollte auch gegen jedes Team eigentlich so sein. Team 1 Playbook, ja. Team 1 Playbook wird genommen. So, Team 1 Playbook. Wenn ich jetzt auf Playbook bearbeiten gehe. Wir sind bei Team 1 Playbook. Warum wird dieses Playbook dann nicht benutzt? Und ich wundere mich, ne? Dann ist ja kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Aber es muss dieses Playbook angewandt werden. Das ist doch schon scheiße. Auf jeden Fall killt uns Brooklyn. Aber sowas von. Ich hoffe, die fixen das auf jeden Fall mit dem Playbook dann. Wo stehen wir jetzt? 10 zu 14. Eieiei. Ich guck mal kurz ehrlich wegen einem Trade einfach. Kann ich Mo Wagner überhaupt schon traden? Boucher 61 Tage erst, okay. Mo Wagner erst am 24. Dezember. Jakob Pötl will ich sehr ungern traden, weil er hat für mich einen super geilen Vertrag. Also ihr seht es ja hier, das ist er absolut wert, den will ich da nicht traden. Ganz im Gegenteil. Okay. Okay, wir haben hier natürlich jetzt ein paar Spielzeitprobleme. Gehen wir erstmal jetzt rein hier.
Hey Velosch, ich muss dringend anfangen, unsere Scouting-Trips zu planen. Wer steht ganz oben auf Ihrer Liste? Wir gehen natürlich um Pick herum scouten, ne? Zweitrunden-Pick machen wir mal. Dann gehen wir mal Richtung 12-Runden-Pick. Und dann natürlich nochmal irgendwas, wo wir ein bisschen tiefer sind in der ersten Runde. Machen wir mal so 20. Pick. Das sollte passen. So, jetzt wollen natürlich mal Wagner und Co. ein bisschen hier. Sind ein bisschen ja launisch unterwegs, ist natürlich logisch. Beide wollen mehr spielen. Ich komme direkt zur Sache. Ich finde, ich sollte mehr Minuten spielen. Ich habe mir mehr Minuten verdient. Das mag sogar sein, aber ich habe nicht mehr Minuten. Ablehnung gut weitermachen. Sie sind noch nicht aus Ihrem Tief raus. Arbeiten Sie weiter an sich, dann können wir später noch einmal reden. Das sehe ich zwar anders, aber ich bin Profi. Sie müssen keine Angst haben, dass ich ausflippe oder so. Sehr schön. Mo Wagner will natürlich jetzt auch quatschen. Mal gucken, was Mo sagt. Der will bestimmt auch mehr Minuten, ne? Es ist so, wenn Sie mehr Spiele gewinnen wollen, müssen Sie mehr Minuten geben. Von der Bank aus kann ich uns nicht helfen. Ich bin keine Cheerleaderin. Ja, Digga, sei mal nicht so frech. Tut mir leid, aber ich muss da Ihrem Coach Rückendeckung geben. Wenn Sie mehr Spielzeit wollen, müssen Sie den anderen wegnehmen. Das haben Sie bisher nicht getan. Damn, in your face, bitch. Naja, hey, ich kann Ihnen nicht dafür böse sein, dass Sie ehrlich sind. Klar sehe ich das völlig anders, aber ich lasse einfach meine Leistung für mich sprechen. Gut, Mann. Moral plus 3 sogar. Aha, okay, Mo Wagner hat besser reagiert als Boucher. Das ist natürlich für die Frage, wen wir trainen, auch nicht so unwichtig. Wer reagiert besser? Transaktionsbericht. Wir haben ein Trade, okay. Aber auch nicht so viel los, ne? Haben wir Trade-Angebote oder sowas? Trade-Angebote von den Wizards. Okay, wir quatschen mal mit McCoy einfach kurz. Und gucken uns gleich mal das Trade-Angebot der Wizards an. Hier gehe ich immer ganz, ganz schnell durch. Das ist ja eh nur... Wir gucken mal, was die Wizards für uns haben. Hey, Velosch, wir haben ein Trade-Angebot für Sie. Sind Sie interessiert? Ich schaue es mir natürlich erstmal an. Davon Wessel und ein Top 10 geschützten Pick für Carey Kispert? Der sagt mir so gar nichts. Okay. Nee, aber was soll ich denn? Nee. Das könnt ihr vergessen. Da brauche ich ja wirklich nichts, ne? Ich würde jetzt noch mal ein bisschen weitergehen. Sie gegen die Cleveland Cavaliers. Es wäre schön, wenn wir mal wieder 2-3 Siege einfahren, ne? Nicht nur schön, das ist wichtig. Ah, 102,98 geht da rein. Wahrscheinlich ist dann eh wieder das Sixers Playbook. Wetten wir? Nee. Nee. Wo habe ich denn das Playbook? Wo waren dieses verdammte Playbook? Systembär-Trainereinstellungen, ne. Coaching-Regler, Spielzug zuweisen. Ja. Es ist schon wieder nicht das Dings-Playbook. Gut. Egal, kein Aufregen, gewinnen wir das Ding hier gegen die Cavaliers, dann ist alles cool. Es ist aber natürlich trotzdem ein bisschen ärgerlich. Aber das Comeback von McCoy auf jeden Fall. Jetzt hier Campazzo, Middleton, interessantes Cavs-Team auf jeden Fall. Campazzo, Middleton, schon ein bisschen was geändert. Balidis war ja auch ein hoher Pick. ...70% Feldwurfquote von Balidis. Johnson gegen Balidis jetzt hier. Versuchen wir mal lieber ein Pick and Pop, wenn es klappt. Oh, da Conley ist durch. Wurde da von Jared Allen gefoult. Schön. Beide perfekt reingemacht, Mike Conley. So muss das doch sein. Johnson mit 18 Punkten, glaube ich, mal wieder bester Scorer. Daniel Theis ist das hier mit der 9, oder? Nee, siehst da. Sieht irgendwie so ein bisschen von hinten aus wie Theis. Balidis. Ach, da war Johnson stehen geblieben, aber das war halt schlecht. Stark von Johnson.
einfach mal durchgesetzt. Ohne Wenn und Aber. Hat er überhaupt keine Gnade gezeigt. Jetzt hier sie da. Horton Tucker ist da dran. Valides. Also sie haben hier so ein paar Europäer auf jeden Fall auch am Start. Was macht er jetzt? Bolton. Middleton. Der Block von McCoy war ganz stark. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Bolton wurde abgeblockt. McCoy. Johnson. Ach, der Wurf war sehr schlecht. Jetzt hier Campazzo. Sida gegen McCoy. Da hat er natürlich Geschwindigkeitsvorteile gehabt. Was hat Campazzo jetzt vor? Oh, da muss McCoy natürlich kommen, aber so nicht. Einfach mein Timing in der Defense sehr, sehr schlecht gewesen. Nein. Ah, wenn Fleet hat da gut nochmal Druck gemacht. Jetzt die Campazzo gegen Conley. Valides gegen McCoy. Ah, Valides. Was hat Campazzo jetzt vor? Die Cleveland Cavaliers haben nicht mehr viel Zeit. Middleton. Schwieriges Ding für Middleton. Macht ihn aber. Er hätte sich McCoy ein bisschen anders positionieren müssen. Ne? So war eben der Wurf nicht so schwierig für ihn. Conley. Campazzo ist jetzt nicht der allerbeste Defender. Aber solche Würfe sind dann natürlich super schwer im Fallen. So nah am Korb wie Mike Conley. Oh, jetzt hier Middleton aufgehalten. Doppeln. Ah. Conley war da eigentlich komplett frei, aber das Doppeln von dem war gar nicht so schlecht. Ich habe da leider den Überblick nicht gehabt. Hätte ich sonst direkt auf Conley spielen müssen, dann hätte er da natürlich einen freien Dreier gehabt. Dann hätten wir hier echt uns befreien können. Stattdessen jetzt hier eben Middleton und Co. am Ball. Was ich auch nicht ganz verstehe, warum ist Conley jetzt noch auf dem Feld? Ich habe doch eingestellt, dass er in den letzten 3 Minuten meine Starting 5 spielen soll. Das ist schon wieder eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen nervt, um ehrlich zu sein. Schön von Van Fleet. Cavaliers mit der Timeout. 108-108, sehr, sehr spannend hier mal wieder. Ferguson kommt da gleich rein. 21 Punkte, Randall Ferguson. Jetzt hier Chris Middleton gegen Johnson. Der übernimmt hier nämlich jetzt Middleton. Oh, Johnson ganz stark. Und jetzt hat hier Johnson sogar noch das Mismatch gegen Campazzo. Das könnte jetzt ganz interessant werden. Warum nicht das Mismatch ausnutzen? Da sollte Campazzo eigentlich nicht das große Problem für ihn sein. Oh, das gibt's nicht. Campazzo auch noch den Ball für die Cavaliers geholt. Das ist natürlich gleich dreimal bitter, ne? Hast eigentlich so ein geniales Mismatch. Holst dir den Steal auch noch vorher. Hast vieles richtig gemacht. Dann kriegst du das Mismatch nochmal hin und dann ja, klatscht dir den Ball weg, aber am Ende sind trotzdem die Cavaliers im Ballbesitz. Ja, genau das, was du nicht willst. Jetzt hier Middleton gegen McCoy, der den Ball hier einfach mal wegblockt. Und Middleton macht ihn nicht rein. Und jetzt hier Ferguson. Taylor und Tucker hat ihn nicht gemacht. Schwieriges Ding jetzt, ne? Wenn sie scoren, wenn sie das Ding hier gewinnen, Middleton jetzt hier gegen Ferguson ist nicht optimal. Aber sie nutzen dieses Mismatch nicht, um ehrlich zu sein. Nein, Campazzo macht den richtig hoch rein. Müssen wir schnell scoren. Van Fleet. Stark. Wie Van Fleet das hier geregelt hat, war gerade richtig stark. Einfach übernommen, einfach sich gesagt, nee, Digga, das ist jetzt mein Ball. Jetzt halt die Frage, ne, gehen sie auf den Dreier, gehen sie auf den Zweier, was machen sie? Schön. Geht in die Overtime.
110-110 geht in die Overtime gegen die Cleveland Cavaliers. Weil Van Vliet vorhin allein übernommen hatte, ne? Muss man einfach sagen. Ich werde natürlich jetzt nicht die ganze Overtime spielen. Ja, unser Ball, schön. Johnson. Oh, das gibt's nicht. Einfach mal verstopft. Gehen wir dann ein bisschen in Isolation. Das sieht sehr, sehr übel für uns aus. Und wir sind sogar im Ballbesitz, okay. Also, wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, war es das auf jeden Fall. Gott sei Dank noch nicht im Bonus. Aber es muss jetzt schon dringend einen Stop geben, sonst war es das hier. Auch stark von McCoy. Das ist Ferguson. Ach, der wäre wichtig gewesen. Hätte ich lieber im Play laufen sollen, ne? Irgendwie Floppy oder irgendwie sowas. Pazzo. Ne, Middleton. Killt uns. Okay, das war's. Dann verlieren wir dieses Overtime-Game. Leider. Ferguson 24 Punkte. Van Vliet fast an den Triple-Double ran. Das ist der 10 Rebounds, das ist ganz wild. Und jetzt muss man echt sagen, ja, Play-in, Play-offs, sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Vielleicht gewinnen wir jetzt mal gegen Houston, verdammt. Okay. Und Van Vliet mit seinem Karrierebestwert in Rebounds mit 11 Stück. Kann man auch mal machen. Vergessen wir nicht, gegen die Bulls Sieg erzwingen. Bis dahin will ich vorkommen, weil dann kann ich auch traden. Ab dem 24. Dezember kann ich ja den einen oder anderen Big Man traden. Dann würde ich eher Boucher wieder, obwohl Boucher kann ich noch nicht traden, ne? Auch hier gewonnen, wichtig. Hier gegen die Bucks und Giannis. Es wäre natürlich cool, wenn wir jetzt so eine Miniserie starten würden. Wir müssen ja nur bis zu den Bulls alles gewinnen. Weil gegen die Bulls haben wir dann schon gewonnen. Ah, sieht gut aus. Oh, bitte, ey. Im letzten... Wer kassiert bitte 38 Punkte im letzten Viertel und macht nur 15? Das sind dann wieder Spiele... Dennis, kein Wunder, wenn du nicht in die Playoffs kommst. Wenn du so eine Scheiße nicht gewinnst. Naja, komm. Jetzt nochmal 2 Siege. Dann hätten wir immer aus 5-6 Spielen 4-5 Siege. Sieht doch ordentlich aus. Mhm, auch hier wieder letztes Viertel 39 Punkte kassiert. Johnson einfach mal verletzt. 1-2 Wochen nur, okay. Das ist nur eine leichte Verletzung. Trotzdem passe ich das hier jetzt mal an. 16 Minuten für Johnson. Ach, wisst ihr was, der kommt komplett raus. Warum soll ich was riskieren an Verletzungen? Da freuen sich doch Boucher und Wagner ein bisschen. So, kriegt hier jeder ein paar Minuten mehr und vor allen Dingen Wastel. Dann kann Johnson sich auch komplett ausruhen und komplett sagen, okay, ich chill. Das sieht nicht gut aus schon wieder. Kassieren viel zu viele Niederlagen, aber hier gegen den Meister muss man auch sagen, ne? Cunningham 36-10. Und hier gegen Dings machen wir natürlich Sieg erzwingen. San Antonio Spurs. Sieg erzwingen für San Antonio Spurs, ja. Achso. Gewonnen, sehr schön. Ach, hier auch. Wolves gegen Hustle, okay. Hier sind dann auch die ganzen G-League-Dinger mit dabei. Interessant. So, wo stehen wir denn jetzt in der Tabelle? Wir stehen in der Tabelle 14-17. Ne? Also wenn man überlegt, Lakers sind 9. 10. Travis, dann wir. Also wir haben echt Play-In-Chancen noch. Ne? Also mal abgesehen von den Clippers ist jeder noch mit dabei. Die mit Paul George und Kawhi.
auch eine bittere Endstory für Kawhi Leonards Karriere, um ehrlich zu sein. Hier die New York Knicks, oh, im Osten geht's richtig ab, ne? Also wenn der letzte sogar 10 Siege hat, das ist gar nicht so schlecht. Oh, Detroit ganz oben mit Levine. Cunningham mit einer 92, wow. Also Detroit hat sich einfach krass, Alter, gebt euch die Tiefe noch. Oliver Tix, Juan Gomez. Ja, der wurde auf 6 gedraftet von denen. Alter Schwede, was haben die Pistons bitte für ein böses Team. Kings mit Fox, Halliburton, Hield, Anderson, Devon Mitchell einfach mal auf der Bank, Hole, oh mein Gott. Ja, und dann hat man hier so Mavericks Team zwar mit Luca 99er, aber Harris mit einer 73. Wobei, ist hier jemand verletzt oder so? Ja. Okay, OKC stark. Wir müssen mal gucken, ne? Wenn wir jetzt mal hier reingehen in Trades nochmal. Trade-Suche. Boucher kann erst in 49 Tagen getradet werden. Was würde ich denn für Mo Wagner kriegen? Wobei ich Mo Wagner sehr ungern abgeben würde, um ehrlich zu sein. Kick ist auch nicht so, ne? Oh! Houston Rockets, First Round Pick und ein Second Rounder. Also das klingt schon interessant, wie Mo Wagner nochmal einen Pick kriegen. Was ist denn das für ein Pick? Brooklyn ungeschützt. Hier muss man ja auch vor allen Dingen sagen, Brooklyn spielt ja zuletzt eh nicht gut, ne? Und die werden auch nicht jünger, um ehrlich zu sein. Oh, Brooklyn hier wieder mit einer negativen Bilanz. Harden, Durant, ja gut, die haben immer noch ein gutes Team, aber die werden auch alle nicht jünger. Also 2026 könnte der Pick richtig was wert sein. Wir sind jetzt gerade in 2023, also in 3 Jahren. Gehen wir mal kurz hier rein. Ja, muss ich echt überlegen. Soll ich den Trade machen oder nicht? Was sagt ihr? 2 Picks für Mo Wagner? Also wir haben hier Bernie Perkins, Sergei Solman, okay. Und Co., die sind aber noch nicht voll gescoutet, deswegen kann ich das erstmal so lassen alles. Ja, soll alles so bleiben. Komm. Was sagt ihr zu den Picks, die mir da angeboten worden sind? Also man kann es auf jeden Fall versuchen, ne? Gucken, was Van Fleet sagt. Ich wollte Ihnen nur kurz sagen, was ich über die Verletzung von Karen Johnson denke. Meiner nach haben wir immer noch das richtige Team, um mitzuspielen. Ich finde nicht, dass Sie irgendwas ändern sollten. Versprechen, dass nichts passiert. Machen wir mal. Ich weiß Ihren Impact immer zu schätzen, Fleet. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin bereit, das auszuprobieren, um mal zu sehen, wie es läuft. Ich glaube, dass wir immer noch die richtigen Puzzleteile haben. Echt jetzt? Das bedeutet mir sehr viel. Nicht jeder GM mag es, so von seinen Spielern zu hören. Karen Johnson, minus 20? Warum minus 20? Warum Kellen Johnson minus 20? Er ist doch verletzt. Was hat Kellen Johnson denn damit zu tun, Mann? Warum bist du jetzt auf minus 20, du Spacken? Wo bist du? Was ist denn mit ihm? Warum will er, dass ich einen Ersatz für ihn hole? Ja, immerhin hat er jetzt Moral 3. Richtige Nervensäge, der Typ. Aber nun gut, Leute. Das war es auf jeden Fall erstmal mit der Folge. Mit dem Playbook ist anscheinend ein Fail, keine Ahnung. Ich hoffe, ja, vielleicht hat jemand von euch einen Rat, wie man das lösen kann, aber leider glaube ich eher, dass das momentan ein Bug ist. Ich verabschiede mich fürs Erste von euch. Was denkt ihr, kommen wir in die Playoffs, kommen wir nicht? Und was sagt ihr vor allen Dingen zu dem Mo Wagner Trade? Ich finde ihn eigentlich schon sehr attraktiv. Aber gerne eure Meinung in die Kommentare. Euer Velo schmeißt sich ab und bye bye.